Wenn du Katzenbabys beim Spazierengehen entdeckst, auf gar keinen Fall mitnehmen, da sie sonst nicht überleben könnten. Gerade im Frühling kommt es immer wieder vor, dass Spaziergänger Katzenbabys im Wald entdecken, die scheinbar verloren und mutterlos sind. Diese solltest du aber nicht anfassen oder mitnehmen, da sie sonst einer starken Belastung und unnötigen Risiken ausgesetzt sind, wie die Ansteckung mit Hauskatzenkrankheiten. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um ausgesetzte Hauskatzen, sondern um die Wildkatze Felis silvestri. Diese leben mittlerweile in fast jedem größeren Waldstück in Deutschland. Und wenn die Katzenbabys gerade alleine sind, bedeutet das in der Regel, dass sich die Mutter versteckt oder gerade auf Beutejagd ist. Den Unterschied zwischen einer Hauskatze und einer Wildkatze erkennst du an folgenden Punkten. Eine nicht ganz so starke Tigermusterung, wesentlich kräftiger in der Statur, dickerer, buschiger Schwanz sowie drei abgeschlossene Ringe am Schwanz. Wildkatzen sind geschützte Tiere und dürfen nicht in menschliche Obhut genommen werden, da dies strafbar ist. Hast du versehentlich eine Wildkatze mitgenommen, wird sich das schon bald an ihrem wilden und unzähmbaren Verhalten zeigen. Wende dich dann schnellstmöglich an die Naturschutzbehörde oder das zuständige Forstamt.